Hallo zusammen und willkommen zurück zu unserer Serie, in der wir mit unserem Van die Welt erkunden. Das Ziel? Australien. Werden wir es aus dem hohen Norden Deutschlands bis ins weit entfernte Australien schaffen? Oder haben wir unser Ziel doch zu hoch gesteckt? Falls euch die Antwort dazu interessiert und ihr uns begleiten wollt, dann drückt unten auf den Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke nebenan. Dann verpasst ihr keine Etappe mehr. Einen Teil der Reise seht ihr jetzt. Viel Spaß! Wir haben es geschafft. 500 Meter vor dem eigentlichen Urwald. Gerade sind wir auf einer wunderschönen Palmplantage und haben hier auch geschlafen. Solche Palmölplantagen, wo wir gerade sind, das war mal Urwald. Ne? Also das sind wirklich riesengroße Flächen, wo Palmen geordnet stehen. Ihr seht, es ist sehr symmetrisch hier aufgebaut. Und ich bin ziemlich sicher, dass das hier mal Urwald war. Und dass wir Menschen das so ein bisschen ja, für unsere kapitalistischen Zwecke nutzen, was ja, sehr traurig ist. Dennoch ein wunderschöner Ort. Aber ich bin sicher, er wäre noch schöner, wenn das hier so geblieben wäre, wie es vorher mal war. Jetzt machen wir uns gleich aber auch schon wieder auf den Weg. Wahrscheinlich sind wir heute Abend wieder hier, muss ich ehrlich sagen, weil das ist so gut hier. In Richtung Urwald, ungefähr 1000 Meter in diese Richtung. Denn da hinten ist der zweitälteste Urwald der Welt, über 130 Millionen Jahre alt. Und dort buchen wir uns wahrscheinlich gleich irgendwie eine Führung und gucken mal, wie weit wir in den Urwald wirklich reinkommen und gucken, was es da so zu erleben gibt. Ich bin so gespannt. Ich habe noch nie den Urwald selbst erlebt und selbst gesehen, nur in den Dokus. Und jetzt ist man zum ersten Mal wirklich hier. Mit ein bisschen Glück finden wir noch ein paar coole Tiere, die wir unterwegs auf der Route treffen. Hoffentlich keine Tiger oder Elefanten, die uns zu nahe kommen. Aber da gibt's alles und ich bin gespannt, was uns da erwartet. Bis gleich. Wir müssen jetzt doch noch ein bisschen weiter in den Urwald fahren, ungefähr 20 Kilometer bis zum Eingang des Nationalparks. Und je weiter man in den Urwald fährt, desto mehr Lastwagen mit Holz hinten drauf sieht man. Alle zwei Minuten kommt ein vollbeladener Lastwagen mit großen Baumstämmen hinten drauf, was ja schon ein bisschen traurig ist, ehrlich gesagt. Musik.
Glaube ich, dass die Welt noch sowas zu bieten hat. Ich glaube, lange gibt es solche Urwälder nicht mehr. Und wenn man bedenkt, dass bevor es Menschen gab, der Wald hier schon längst da war und sehr alt war. Die Jungs wissen auf jeden Fall, wie man Boot fährt. Also, das Wasser sieht schon sehr flach aus, mit sehr viel Strömung. So, wir sind aufgesetzt. Okay, jetzt gehen wir noch ein bisschen durch den Dschungel. Darauf habe ich mich fast am meisten gefreut. Sind wir gerade irgendwo angehalten. Und jetzt sehen wir zu, was wir so entdecken. Hi. Ich glaube, man sieht es schon so ein bisschen auf der Kamera. Wow, das ist der mit Abstand größte Baum, den ich je gesehen habe. Guckt euch das an. Heiliger Bündel. Beeindruckend. Absolut beeindruckend. Und vor allem hat man so eine Wand von Grün. Von super vielen verschiedenen Pflanzen. Es ist so viel zum Aufnehmen, was man irgendwie gar nicht so richtig sofort verarbeiten kann. Und ich wüsste nicht, wo ich lang gehen sollte, wenn ich hier drin verloren wäre. Krass. Ja. Also wirklich, der Urwald singt, ne? Man sieht zwar nichts, man sieht keine Insekten, man sieht keine Tiere, aber Geräusche von überall.
Ich sag's euch, als Normalsterblicher wäre man hier so aufgeschmissen. Man kann nicht nach links gehen, man kann nicht nach rechts gehen. Man kann dem Weg folgen und dann hoffen, dass man irgendwie zurückkommt. Aber ich glaube, dafür muss man ein paar mehr Bear Grylls Folgen gucken, damit man hier gut überleben kann. Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der Tarzan früher geguckt hat und sich gesagt hat, mit Lian wird er auch mal ganz gerne hangeln. Die fühlen sich schon stabil an. Ich weiß auf jeden Fall jetzt, wo die Idee herkommt mit Tarzan und den Lian. Aber könnt ihr keine Löwen? Löwen gibt's hier, glaube ich, nicht, aber Tiger gibt's hier. Ich schick dich vor, natürlich. Ich glaube, wenn ich richtig Du bist offiziell die größte Ameise, die ich je gesehen habe. Willkommen bei YouTube. Und es ist einfach zu heiß, so dass ich mir das jetzt hier auch nicht entgehen lasse. Guck, was wir in den Taschen haben. Handys raus, Schlüssel raus, Geld raus. Let's go. Madame ist natürlich schon drin. Richtig schön kühl. Was für ein geiles Erlebnis, ey. Quellwasser, Süßwasser, richtig kühl. Über 30 Grad, mitten im Urwald, Ende Februar. Und weiter geht's. Jetzt wird's langsam gruselig. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, zurückzugehen. Da ist auch kein anderer Tourist mehr. Da ist ein bisschen mehr Zeit gelassen im Wasser. Und man merkt wirklich, wie schnell das hier auch dunkel wird. Man läuft hier sowieso wahrscheinlich ganz tags im Schatten, weil das hier oben so dicht ist. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Die fühlen sich so geil, ja? Ich würde echt mal gerne Tarzan spielen. Wie hoch das geht. Falls ihr Bear Grylls gesehen habt, ich weiß jetzt gar nicht, er macht das immer so cool. Er schafft so ein Gefühl von Zeitdruck. Und wir haben tatsächlich gerade Zeitdruck, aber ich schaffe es, glaube ich, nicht, das richtig rüberzubringen in der Kamera. In 10 Minuten oder so müssen wir wieder am Boot sein, weil der Park macht irgendwie um 18 Uhr zu und wir wollen uns hier natürlich an die Regeln halten. Ein paar Minuten zu spät sind, dann ist das auch okay. Wir sind ja nicht umsonst Baggerlupen, ne? Zurück im Camper. Die Klamotten sind auch schon fast wieder trocken. Das war wirklich ein richtig schönes Erlebnis.
heute Morgen auf einer Palmplantage aufgewacht, dann in den Tamanagara gefahren und jetzt gehen wir da vorne auf dem Hausboot was essen, genießen das Essen und den Sonnenuntergang. Mehr geht nicht, oder? Im Boot, in der Sonne, im Urwald.